idealistischer Idiot. Bezeichnung für einen von vielen. Das hier ist mehr als nur mit Reimen zu spielen. Mein Status gegenüber euch ist mir nicht wichtig. Dass ich in manchen Momenten nicht ich bin, ist richtig. Ich finde mich in Situationen, in denen ich mich einfach nur unwohl fühle. Ich mache trotzdem mit und chille ungemütlich. Keine Frage, dass die Schuld bei mir selber liegt. Und ich komme mir vor wie ein Dreijähriger, der Zelda spielt. Ein bisschen überfordert mit allem. Ich horte Gedanken, die niemals euren Normen entsprachen. In Worte zu fassen ist oft nicht möglich. Sachen, die ich bringe oder mache, wirken auf so manchem einfach nur töricht. Diese Musik lässt mich wirken, Musik lässt mich ausdrücken. Sie lässt mich hier fliegen, in Wirklichkeit gehe ich auf Krücken. Ich hatte nie die Intention, etwas damit zu erreichen. Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt, ich kann es nicht leiden. Ich handle meistens so, dass die Leute mich als seltsam bezeichnen. Oder ein König in mir sehen, wahrscheinlich ist ersteres eher der Fall. Manchmal erscheine ich auch als arroganter, verschlossener Penner. Und ich verstehe, wenn mancher mich nicht mag. Musik ist für mich Ventil, früher war es Profilierungssache. Ich laberte ziemlichen Schwachsinn. Ja, Mann, dabei habe ich doch viel zu erzählen. Und auch wenn ich erbärmlich wenige Plays habe, ich weiß jeden zu schätzen. Denn ganz egal ist es mir doch nicht, auch wenn ich's schon gesagt hab. Ich find's nice, wenn du mir lauscht und dein Kommentar sagst. Ich bin nur keiner, der sich aufdrängt. Keiner, der in irgendwelchen Foren seinen Sound draushängen lässt. Keine Promo, kein Label, keine Türöffner. Nur ein paar Homies und paar außenstehende Fürsprecher. Es ist auch ganz genauso gut, wie es ist. Leute, die mir nahestehen, wissen's, du ist der Shit. Nein, ich rule hier nix. Ich bin verspult, ich bin sick. Ich versuche, mich mit meinen Taten zu etablieren. Wenn Leute meine Musik feiern, find ich das schön. Doch ich fühle mich unwohl. Und im Nachhinein kann ich jetzt jemanden sehr gut verstehen. Dieser jemand hat ein ähnliches Problem. Man weiß es zu schätzen, doch irgendwie bleibt es einem unangenehm. Leute schauen einen an, als hätten sie ein Wunder gesehen. Und ich bin noch keine Untergrundlegende. Weißt du, ich hab ne scheiß Intonation und Probleme mit der Deutlichkeit der Worte. Doch in mir wohnt etwas, das in hohem Maße mit Ton und Klang die Leute erreichen will. Ich halte nicht still, auch wenn die Abmischungen scheiße sind. Für meine Konzentrationsfähigkeit ist Musik zu zeitintensiv. Und darunter leidet nun mal ein Lied. Dabei ist Musik wie meine Freunde, denn auf Beziehungen lasse ich mich schon lange nicht mehr ein. Ich begegne alleine dem Wandel der Zeit und handle mir ein, was ich verdiene. Ich hätte so viel zu erledigen, doch sitze immer noch hier und schreibe zur Melodie. Ich vergesse zu essen, wenn ich schreibe. Nur diese Zeile erinnert mich wieder dran. Ich kriege Anrufe und SMS und drücke sie weg. Gleich gehe ich in die City, erledige Lächerliches. Ich such keinen Streit, doch meinen Weg gehe ich festen Schrittes. Meinen Weg gehe ich festen Schrittes. Und die Rapper, die ihr feiert, nehmen Pausen aus die Sicht. Doch die Rapper, die ich feier, heißen Claudio und Christoph. Warum selektiert ihr nicht, verwirrte sich? Nur jeder Hunderttausendste verwirklicht sich. Und es ist nicht schön mit anzuschauen. Ich traue den Augen kaum, wir sollten hier etwas aufbauen. Jedes Wort beeinflusst und Rap ist zum Großteil so, wie Sport sein muss. Versus gegeneinander, wir reden einander hinein und pflegen die Kampfart, um uns eben einem anderen gegenüber darzustellen. Vielleicht ist es an der Zeit, einen anderen Pfad zu wählen. Ich hab keinen Bock auf Geschwafel, ich will was Richtiges. Von mir aus testest du auf der Straße, ob ich ein Hippie bin. Ich hab in der Tasche die Faust geballt. Ich musste Scheiße erleben, darunter auch Gewalt. Ich brauche keinen, der mir aufzeigt, wie krass es ist. Ach, du bist das Alpha-Männchen, ist okay, ich lass es.